Hey, Wiedersehen, Phyllis. Gute Neuigkeiten. Ach, wirklich? Erzähl es mir in Jakes Zimmer. Hat er etwa wieder die Wände beschmiert oder was? Soll eine Überraschung werden. Du glaubst nicht, was passiert ist, während ich bei Judith war. Du auch nicht. Oh mein Gott! Und, was hast du für Neuigkeiten? Mach die Tür auf! Dein Kind hat sie ins Haus gelassen und du vertreibst sie wieder. Mach sofort die Tür auf! Charlie, schläfst du? Ich mach eine Ladung Weißwäsche. Was ist? Du hast mir im Schlaf eine verpasst. Wer sagt denn, dass ich schlafe? Lieber Charlie, danke für die schöne Nacht. War was ganz Besonderes. Wir sehen uns bald. Weiter. Ich bin so frei, ich bin frei, ich bin so frei, ich bin frei, ich bin frei. Ich verstehe, du hattest letzte Nacht Sex, aber deshalb brauchst du kein Musical daraus zu machen. Oh, viel besser, ich hatte Sex und bin alleine aufgewacht. Mit Pfannkuchen auf dem Nachttisch wäre es ein perfekter Morgen gewesen. Und was ist mit Wendys teuflischem Plan, nie wieder von hier wegzugehen? Keine Ahnung, vielleicht habe ich ihn ihr durchkreuzt. Wisst ihr was? Oma ist da! Jetzt kannst du weiter tanzen. Okay, am besten werde ich jetzt mal den Truthahn anschneiden. Oh, ich mach das schon Nein, für dich, setzt Junge. Setzt euch wieder hin, das mach ich. Nein, ich mach das. Jetzt mach dich nicht Nein, lächerlich. Mann, man weiß doch, was daraus verbindet. Ich muss auch den Truthahn anschneiden. Okay, aufhören, haltet jetzt die Klappe! Mom, her mit dem Messer. Ach, Charlie, spiel dich nicht auf. Du weißt doch gar nicht, wie man einen Truthahn tranchiert. Vielleicht hast du recht, aber ich bin der Haushaltsvorstand und der tranchiert normalerweise den Truthahn. Wieso? Weil du es irgendwann mal im Fernsehen gesehen hast? Ich schwöre dir, du bist genau wie dein Vater. Nein, ich bin nicht genau wie mein Vater. Mein Vater hatte Angst vor dir und ich habe keine... mehr. Wieder was aufgearbeitet. Charlie, jetzt spiel nicht verrückt. Gib mir das Messer und setz dich hin. Komm mir nicht zu nahe. Zu jedem Thanksgiving hast du Dad das Messer weggenommen. Und mit dem Messer auch seine Männlichkeit. Aber mir wirst du sie nicht wegnehmen. Da, siehst du? Er ist tranchiert. 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 Mit meiner Männlichkeit. Ich glaube, ich habe keinen großen Hunger mehr. Verstehe. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch mit dir rede. Alan? Was ist? Wir wollten doch nie böse aufeinander einschlafen. Lass mich in Ruhe. Ach, komm schon. Wollen wir nicht Löffelchen liegen? Ich schwöre bei Gott, dass du deine Hand verlierst. Das ist nicht meine Hand. Mom! Ihr wisst schon, dass ihr das Kind verwöhnt. Ich in seinem Alter brauchte keine Therapie und meine Kindheit war doppelt so kaputt wie seine. Du hast zwar einen Vogel, Judith, aber verglichen mit unserer Mutter bist du wie ein Furz in der Windhose. Mom hat dich nie zu Dr. Demarest geschickt? Du
hattest einen Therapeuten? Oh, es war nur ein paar Mal wegen der nächtlichen Angstanfälle, der Höhenangst und dem Bettnässen. Mit Erfolg? Urteile selbst, ich kann draußen im Dunkeln pinkeln. Weißt du, Charlie, wenn du glaubst, ich hätte einen Vogel, nur weil ich meinem Kind helfen will, seine Gefühle auszudrücken, dann hast du ein Problem, mein Freund. Hey, das ist kein Zierfisch. Das ist deine Ex-Frau. Judith? Ellen? Entschuldigung wegen der Butter. Wow, sieh eine an. Neue Frisur, Kleider, du siehst ja echt... Wow. Danke dir. Nein, danke dir. Ich find's echt barmherzig, wenn eine Lesbe im Stringtop erscheint und nicht im Overall. Und wie war der Film? Wo ist Jake? Zu Hause mit einem Babysitter. Ellen, ich habe gerade ein Date. Okay. Ist sie das? Hi, schön, Sie kennenzulernen. Ich bin der Ex. Ellen, das ist nicht mein Date. Hi, Ellen. Phil, was für ein Zufall. Phil ist Jakes Fußballtrainer. Phil, du wirst Judith ja noch kennen. Ja, ich... Der Groschen fällt und fällt. Ellen? Was ist? Und fällt weiter. Oh mein Gott. Okay, wir haben es eilig. Warte. Du hast ein Date mit Phil. Wieso hast du ein Date mit Phil? Naja, Ellen, er hat mich eingeladen. Und die Lesbensache? Gibst du dir gar keine Chance? Phil, wir müssen los. Hey, Ellen, ich hoffe, das belastet nicht unsere Freundschaft. Nein, ruf nur an. Wir trinken dann einen. Gut. Wäre Dienstag okay? Dienstag ist gut. Einverstanden, Judith? Geh einfach weg. Du hast deinen Pool ohne Genehmigung gebaut. Ich werde dich anzeigen. Ellen, ganz ruhig. Dieser scheinheilige, doppelzüngige, tückische Frauenverführer. Komm schon, vergiss es. Ich lade dich ein zu einem Kirschflutsch. Ich will keinen Kirschflutsch. Bist du sicher? Weil Phil bestimmt einen kriegt. Oh, ich bitte dich, sie hat einen Spitzbart, wenn sie sich noch einmal liften lässt. Jake, Schatz, mach den Fernseher leise. Oma telefoniert doch. Tut mir leid, was? Nein, ich verbringe gerade ein paar Mußestunden mit meinem Enkel. Oh, er ist ein fantastischer Junge. Wir sind uns sehr ähnlich, wie ein Ei dem anderen. Was? Warte. Jake, wie alt bist du noch? 10. 7. Ich sagte 10. Wenn ich 55 bin, dann bist du 7. Der Kleine ist zum Küssen und er hat mich über alles lieb. Oh, Jake, sag meiner Freundin Cheryl, wie lieb du deine Oma hast. Na los, sag schon, Schatz. Ich bin 10. Sollte ich irgendwas wissen? Hast du vielleicht Sorgen? Nein. Irgendwie habe ich aber doch das Gefühl, du machst dir Sorgen. Okay, willst du wissen, was mir Sorgen macht? Ja. Wenn mich pausenlos jemand fragt, was mir Sorgen macht. Okay, ich lasse es sein. Gut. Weißt du, als ich so alt war wie du... Oh Mann! Okay, vergiss es. Schulprobleme? Nein. Probleme mit Mom? Nein. Weil ich verstehe, dass es Dinge gibt, die ein Junge nun mal nicht mit seiner Mutter besprechen kann. Zum Beispiel? Naja, Mädchenprobleme oder wenn jemand auf dir rumhackt. Oder wenn du der Einzige im Sport bist, der noch keine Schamhaare hat. Oh, krieg ich einen Keks? Klar, mein Schatz. Du bist ein süßes Kind. Weiß ich. Hast du schon eine Freundin? Nein, ich bin Junggeselle, wie mein Onkel Charlie. Dann willst du überhaupt nicht heiraten? Nein, solange ich eine Putzfrau habe und regelmäßig ein bisschen Action, brauche ich keine Frau. Wie bitte? Ich will niemandem die Hälfte meiner Sachen geben. Und auf Wiedersehen. Schätze, er hat dich, mein Freund. Er blufft. Er fasst sich immer ans Ohr, wenn er blufft. Wie steht's, Mighty Mouse? Bist du drin? Mach ihn fertig.
Hosen runter. Ich hasse das Kind. Was geht denn hier vor zum Teufel? Du hast geflucht. Wirf einen Dollar in den Pott. Was? Ey, das mussten wir alle. Alan. Ja? Ich kann dich sehen. Und ich kann dich auch sehen. Nein, nein, hör zu. Ich war im Bad und habe mich im Spiegel betrachtet. Und dabei ist mir aufgefallen, und ich glaube, ich kann das total objektiv beurteilen, dass ich für einen Mann meines Alters einen super Arsch habe. Und ich finde, dass ich diese Karte bei der Kleiderwahl ruhig ausspielen sollte. Du weißt schon, für die Ladies. Du wirst sehen, pass auf. Habe ich gelogen?